Swisscontact lädt heute zur Tagung Nachhaltige Tourismusförderung ein. Heinrich Lanz, Sie sind der Präsident der Stiftung Swisscontact. Wie schafft Swisscontact die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Tourismus? Oh, das ist eine große Herausforderung, das jeweils zu schaffen. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass im Einzelfall in einem Entwicklungsland auch entsprechende politische Rahmenbedingungen existieren. Eine gewisse Stabilität muss man voraussetzen können. Und es braucht sicher auch von der Regierung und von den Behörden her braucht es ein Verständnis für einen nachhaltigen Tourismus. Wo sieht Swisscontact die Herausforderung in der Tourismusförderung der nächsten Jahre? Ja, da in den nächsten Jahren wird sicher das weitere Wachstum des Tourismus eine große Herausforderung sein, nicht der Massentourismus, der zunimmt und der natürlich nicht nur positive Auswirkungen hat in einem bestimmten Land, sondern durchaus auch negative Nebenwirkungen haben kann. Diese negativen Nebenwirkungen zu vermeiden, wenn es irgendwie geht, und eben eine Nachhaltigkeit zu erreichen, das wird eine der ganz großen Herausforderungen sein. Okay. Und vielleicht noch eine private Frage. Wissen Sie schon, wo Sie als nächstes in Ferien gehen werden? Ferien weiß ich noch nicht. Das heißt, ich bin nächste Woche in der Steiermark bei meiner Tochter. Aber im November werde ich ganz sicher Kosovo und Albanien besuchen. Aber wie weit das Ferien ist, das ist nämlich für Swisscontact, das ist eine Projektreise. Ja, herzlichen Dank, Herr Lanz.